Seit dem 20. Januar 2023 gibt es exklusiv vom Label Alpha Film den Film The Witch, The Other One in einem streng limitierten Mediabook in 4 verschiedenen Covervarianten, die jeweils auf 250 Stück limitiert sind. In diesem Double Pack wird es den ganz neuen Film The Witch Part 2 geben. Und noch als Bonus gibt es den ersten Teil The Witch Subversion obendrauf. Das Ganze kommt mit einem 44-seitigen exklusiven Booklet mit koreanischen Artworks und Text von Nando Rona. Exklusiv selbst erstelltes Aufkleberset gibt es auch noch obendrauf. Zusätzlich zu den hochwertigen illustrierten Artworks und den 4 Discs mit jeweils 2 Blu-rays und 2 DVDs. Dieses neue Alpha-Film-Release bildet den Auftakt der Asia-Line-Mediabook-Reihe, die mit exklusiven Veröffentlichungen asiatischer Action-, Thriller- und Horrorfilme neue Maßstäbe setzen wird. Mit eigens erstelltem Artwork, exklusiv für den deutschsprachigen Markt. Um was geht es aber bei den Filmen? The Witch Subversion war kein traditioneller Mystery-Action- oder Science-Fiction-Kracher. Er setzte außerdem extreme Gewalt ein, nicht nur um zu schockieren, sondern auch um eine spannende Geschichte zu erzählen und bioethische Fragen aufzuwerfen. Mit The Witch, The Other One legte Regisseur Park Hoon-Jung mit dem zweiten Teil des brutalen Action-Thrillers noch eine Schippe drauf. Mit neuer Protagonistin und atemberaubend wahnwitzigen Action-Szenen setzt der erfahrene Drehbuchautor neue Akzente und hält die Spannung bis zum furiosen Showdown. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Produkt und kommen wir mal vor die Kamera. Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zur heutigen Produktvorstellung. Wir schauen uns jetzt das brandaktuelle Mediabook zum Film The Witch, The Other One an, das mir das neue Label Alpha Film kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, um es euch hier auf meinem Kanal vorstellen zu dürfen, denn die fanden meinen Kanal und meine Unboxings richtig dufte. Deswegen ist das Video hier als Werbung zu betrachten, für alle, denen es entgangen sein sollte. The Witch, The Other One ist ein Auftakt, ist das erste Mediabook zu einer kommenden Asia-Mediabook-Line-Reihe. Da werden noch ein paar Titel erscheinen, die es bereits schon gibt, aber die kommen dann auch in solchen exklusiven Mediabooks. Perfekt für Sammler, denn die Teile sind auf 250 Stück limitiert und wie gesagt nur exklusiv erhältlich auf mediabook.shop. Ich würde sagen, wir schauen uns das Teil jetzt mal aus der Nahansicht an, damit ihr auch seht, was ihr für euer Geld bekommt. Zum Preis von roundabout 40 Euro. Ihr haut es auch direkt dann mal in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Mediabook an sich? Was könnte man eventuell verbessern? Denn wie gesagt, das Label ist neu, macht wahrscheinlich auch noch ein paar Fehlerchen und durch eure Kommentare, vor allen Dingen durch die der Käufer, können die sich natürlich dann verbessern. Die lesen sich ja die Kommentare durch. Also haut mal schön in die Tasten, was man eventuell verbessern könnte, was euch vielleicht nicht so gefällt, was ihr vielleicht ganz toll findet. Am besten direkt schon reinhauen. Sobald ihr irgendwas seht, was euch nicht passt oder was ihr super findet, haut es direkt unten in die Kommentare. Aber jetzt genug von mir. Kommen wir mal hier auf die andere Kameraperspektive. Warum ist denn das rangezoomt? Wie in Gottes Namen hier. Mein Gott. So, aber wir sind ja hier flexibel. So haben wir es gut im Bild. Also ich habe erstmal die Covervariante bekommen. Die YouTube-Kollegen haben ein paar andere Versionen noch teilweise zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe hier das komplett rote. Ja, das sieht man hier so schon mal. Die Action-Szene aus dem Film. Die Mediabooks selbst sind fingerabdruckempfindlich, wie man hier so ein bisschen sehen kann. Und die haben alle eine Spotlack-Lackierung. Die hier ein bisschen dezenter, eher so hier bei der Schrift und bei dem Logo, ne, seht ihr schon. Und dann hier hinten ein bisschen extremer beim kompletten Charakter.
Der Spine, der sieht so aus. Hier unten haben wir auch Asia Line 01 stehen, also das wird dann höchstwahrscheinlich, hoffe ich doch mal, einheitlich gehalten, durchnummeriert. Hier hinten vermute ich einfach mal, dass da die Limitierungsnummern aufgeklebt werden bei den Exemplaren, die verkauft werden. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Bevor wir aber reingucken, das war ja noch dabei, so eine Art Postkarte, das ist übrigens eine Cover-Variante, die ihr erwerben könnt, habt ihr aber vorhin schon gesehen. Hier noch ein Aufkleber-Set, ein kleines Sticker-Set. Irgendwo war auch so ein Pin, fällt mir gerade ein. Ich habe natürlich ein paar andere Videos gesehen und da gab es so einen Pin. Den muss ich nochmal gucken, nicht, dass der noch irgendwo im Paket ist. Und es gab auch dieses Kärtchen noch, passend, zufälligerweise zu meiner Cover-Variante. Da könnt ihr dann hier hinten unscannen, was nicht in Ordnung war und ob ihr zufrieden wart. Ist ja auch eine Art und Weise, wie man eventuell dem Label helfen kann, sich zu verbessern, falls nötig. So, kommen wir jetzt aber mal zum Mediabook an sich. Klappen wir das Ganze auf. Wir haben hier ein 4-Disc-Set. Ne? Haben wir schon erwähnt, zweimal Blu-ray, zweimal DVD. Mit den, ich mache das einfach mal raus, mit diesen Trays, von denen nicht viele Leute Fans sind. Die muss man immer hier so runterdrücken, dass die hier rein und raus gehen. Wir haben hier die Innenansicht. Blutige Hand mit Waffe. Und hier hinten haben wir dann auch noch The Witch, The Other One und Subversion als DVD. Also das Mediabook auch interessant. Immer noch, falls es noch DVD-Schauer gibt, die immer noch nicht auf Blu-ray umgestiegen sind, dann ist das auch was für diese Sammler. So, und damit haben wir hier das 44-seitige Booklet mit Informationen zu Teil 2, aber auch zu Teil 1. Das Ganze ist in, ja, ich sag mal so drei Schritten aufgebaut. The Witch Teil 1, The Witch Teil 2. Und gegen Ende kommen dann einige Artworks der vermutlich koreanischen Kino-Artworks, vermute ich mal. Dem aufmerksamen Mediabook-Leser wird vielleicht auffallen, dass hier die Schrift etwas kleiner ist, als man es vielleicht gewohnt ist. Das ist pure Absicht von Alpha Film. Die haben sich dazu entschlossen, den Text absichtlich ein bisschen kleiner zu drucken, um auf, um viele Informationen auf möglichst wenig Platz präsentieren zu können, um eben hier am Ende diese ganzen Artworks zu den zwei Filmen hier nochmal ganzseitig abbilden zu können. Ist so eine Mischung aus Text und Bildgalerie, würde ich jetzt mal so nennen. Und so kommt man eben halt auch auf die 44 Seiten. Das Papier ist guter Durchschnitt. Und hier haben wir halt nochmal ausführlich diese ganzen Bildchen, auch Szenen aus dem Film sind dabei. Hier könnt ihr auch nochmal Informationen einholen zu The Witch Subversion und The Witch The Other One. Könnt ihr nochmal die QR-Codes anscannen. Und dann sind wir auch schon durch. Beide Filme gibt es auch als Einzelveröffentlichung von Splendid. Die Splendid-Scheiben sind auch hier im Mediabook drin. Das Mediabook würde ich persönlich jedem empfehlen, der Teil 1 noch nicht in der Sammlung hat oder der eben auf exklusive Mediabooks steht mit geringer Limitierungszahl. Gibt es ja auch diese Art von Sammler. Wenn ihr natürlich Teil 1 schon irgendwie habt als Mediabook, gab es ja auch schon, dann holt ihr euch entweder Teil 2 einzeln von Splendid oder ihr holt euch Teil 2 einzeln von Splendid und eben dieses streng limitierte exklusive Mediabook von Alpha Film. So, das war meine Produktvorstellung und ich würde sagen, so, machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Part meines Videos, bevor wir zum Gewinnspiel kommen. Auch eine Art Triptychshow.
Ja, also ihr habt jetzt natürlich meine Vorstellung, meine Produktvorstellung gesehen aus Sicht von jemandem, der exklusiv ausgewählt wurde, um dieses Produkt vorstellen zu dürfen. Finde ich immer eine super Sache, wenn man von Labels angeschrieben wird, dass sie ja, den Kanal super finden, Videos super finden, dass einem die Art gefällt von jemandem und die Unboxing-Videos und dass sie dann einem sowas gratis zur Verfügung zu stellen, um es eben auf den eigenen Kanal vorstellen zu dürfen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, Alpha Film. Aber ich bin ja einer der authentischsten YouTuber. Wir müssen das Ganze jetzt natürlich auch mal ein bisschen näher betrachten, aus Sicht vielleicht eines Käufers, der für dieses Produkt 40 Euro zahlt. Denn so weit ist der Preis aktuell. Die Covermotive finde ich im Großen und Ganzen recht gelungen, wobei mir das hier ehrlich gesagt noch am wenigsten gefällt. Aber mein Gott, es ist Cover-Auswahl und so weiter, Bilder, Filme, es ist immer Geschmackssache. Zum Thema Film kommen wir noch, denn die lieben Kollegen haben eigentlich im Großen und Ganzen nicht wirklich was über die Filme gesagt. Ich kann jetzt auch nicht viel über die Filme sagen, aber ich kann so im Großen und Ganzen schon mal ein paar Einschätzungen abgeben. Aber ich komme noch mal zum Mediabook. So, machen wir das Ganze jetzt nochmal. Äußerlich Kritikpunkte, die vielleicht verbesserungswürdig wären in Zukunft. Wie gesagt, das ist ja eins der ersten Mediabooks und man muss sich ja immer verbessern oder versuchen stetig zu verbessern. Deswegen kann man ja auch konstruktive Kritik üben. Der Spine. Finde ich sehr positiv, dass man hier versucht, anhand der Nummerierung scheinbar eine einheitliche Linie dann zu fahren in Zukunft. Was ich etwas seltsam finde, ist allerdings hier der große Abstand, dieser Leerabstand beim Spine. Wie hätte man es jetzt vielleicht besser machen können? Keine Ahnung. Also ich hätte den Titel vielleicht ein bisschen mittiger gemacht. Und dann hätte man hier oben auch nochmal eine 0,1 oder so machen können. So muss man jetzt eigentlich darauf hoffen, dass die zukünftigen Mediabooks auch das so seltsam hier haben, damit das alles einheitlich im Regal dann auch von hinten schön anzusehen ist. Weiß ich jetzt nicht, was man sich dabei gedacht hat. Vielleicht wollte man hier noch was hinmachen oder vielleicht wollte man hier auch noch The Witch Subversion irgendwie draufschreiben. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, das ist verschenkter Platz. Was ich vermisst habe, war eine Art Backpaper. Also das Deckblatt mit Bildchen, mit Inhaltsangaben zu den Filmen, mit Laufzeit, was drin ist und so weiter. Ich meine, ich finde es sehr positiv, dass das nicht hier drauf geklatscht ist, aber so ein Beipackzettel, der hier draufgelegt ist im Optimalfall, meinetwegen, wenn man unbedingt will, kann man es auch leicht ankleben, aber sollte man vielleicht nicht unbedingt bei Mediabooks tun. Ein Beipackzettel draufpacken mit den ganzen Informationen. Woher weiß man das jetzt? Ich weiß ja nicht. Ich meine, klar, online steht das alles dabei, aber wenn man das jetzt irgendwie auf der Börse in der Hand hat vielleicht oder wenn es einer privat verkauft, dann guckt man in die Röhre, dann weiß man im Prinzip nicht, was drin ist und dann könnte man vielleicht das Ganze auch eher noch so den OVP-Sammlern ans Herz legen. Exklusives Mediabook, limitiert auf 250 Stück, mit teilweise sehr geilen Covern, muss man sagen, aber ja, man weiß halt nicht, was drin ist. Wenn wir das Mediabook jetzt, ich versuche es mal so, wenn wir das jetzt so halten, ist es eigentlich links und rechts abgeschlossen, aber die Trays innen sind irgendwie nicht exakt übereinander. Das ist jetzt vielleicht Meckern auf hohem Niveau, aber ich weiß nicht, ich habe da immer so ein ich bin da so ein bisschen Monk. Ihr seht das, also wenn ich das ziemlich gerade mache, Dann steht der Tray, ist die sinnig übereinander, die Trays. Was mich natürlich dann auch dazu leicht verleitet, immer diese Mediabooks so hin und her zu verschieben. Und das ist halt immer, ich sag mal so, bei sehr, sehr hochwertigen Mediabooks ist es nicht möglich, diese Teile so hin und her zu schieben. Da tut sich nämlich dann gar nichts. Also man könnte vielleicht irgendwas machen, was genau weiß ich jetzt nicht, ich mache ja keine Mediabooks, irgendwas machen, dass die Teile ein bisschen stabiler sind, dass man eben die Teile hier, dass das nicht so wackelig ist und dass die Trays vielleicht auch übereinander dann sind und nicht so ja, ein bisschen versetzt.
Weil das wirkt dann doch etwas nicht so hochwertig zu etwas, was eigentlich sehr hochwertig sein soll und auch teilweise sehr hochwertig aussieht. Wenn wir es jetzt aufmachen, muss ich auch ehrlich sagen, mit meinem persönlichen Geschmack natürlich, grafikdesignmäßig ist das jetzt nicht so der Burner. Also nicht nur, dass wir zweimal dasselbe haben. Das würde mich persönlich jetzt schon stören. Aber die Motivwahl an sich, ich meine, ich kann mir jetzt denken, was für ein Gedanke dahinter gesteckt hatte, eventuell diese zwei Motive zu nehmen. Aber ich finde, das sieht nicht so schön aus. Gerade wenn man hier hinten durchblättert und sieht, was es hier für Poster-Artworks gab, was für Filmszenen es gab und so weiter, hätte man doch da bestimmt auch was hiervon draufklatschen können. Ja, das vom Motiv mal abgesehen, mit diesen weißen Umrandungen sieht das aus wie schlecht gefotoshoppt. So, von meinem Ersteindruck jetzt. Ne? Es soll jetzt nicht böse klingen, aber mir gefällt das überhaupt nicht, das Innenleben. Zum Booklet-Anteil, wie gesagt, das ist eine pure Geschmackssache, würde ich sagen. Mag man lieber, wenn wir jetzt von 44 Seiten ausgehen, mag man es lieber kleine Schrift, dafür mehr Bildanteil, mag man es lieber große Schrift, mehr Textanteil, weniger Bilder. Das ist pure Geschmackssache. Gerade im ausländischen Bereich gibt es ja auch Mediabooks, beziehungsweise Booklets an sich, ne? Booklets an sich, die ja reine Fotobände sind. Hier hat man, wie gesagt, von Nandorona noch einen guten Booklet-Anteil. Der gute Mann hat auch sehr, sehr, sehr viele Booklets schon verfasst, hauptsächlich, glaube ich, für Nameless und für DigiDreams, habe ich jetzt mal so gesehen. Wie gesagt, das ist pure Geschmackssache, da möchte ich mich jetzt nicht irgendwie positiv oder negativ zu irgendwas äußern. Was ich allerdings, ja, das ist halt auch mein persönlicher Geschmack, aber ich mag es jetzt nicht unbedingt so. Wir haben einen roten Hintergrund mit schwarzen Flecken, mit gelben Feuerelementen und da den kleinen weißen Text drüber. Ist jetzt nicht so mein Ding. Also ich habe es dann lieber einfarbig oder im Optimalfall hätte man vielleicht noch, ähnlich wie beim Splendid Media Book, muss und darf man ja sagen, die haben halt Bilder im Hintergrund hinter dem Text aus dem Film. Durchgehende Bilder und haben da den Text drüber. Das fand ich auch optisch sehr ansprechend, muss ich sagen. Aber wie gesagt, Optik etc. pp., das ist immer reine Geschmackssache. Deswegen ist nur meine persönliche Meinung. So geht es natürlich auch. Man kann den Text ja lesen, ist ja klar. Aber es ist, wie gesagt, wollte ich nur mal anmerken. Was ich noch anmerken wollte, was irgendwie auch kaum jemand erwähnt hat, haben sie alle gescheit drüber weggesehen, obwohl ich es in jedem Video gesehen habe, dass es bei jedem auch so war, ist hier diese Kante. Diese Spine-Kante vorne und hinten. Hinten noch nicht ganz so schlimm wie vorne. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt im Video rüberkommt. Ich versuche es mal so zu halten. Das sieht unschön aus. Das ist halt, wenn man genau hinguckt, ist das vom Geklebten, reißt das halt so ein bisschen auf. Mit jeder Knickbewegung reißt das so ein bisschen auf und hinterlässt so eine, ich sag jetzt mal, weiße durchgehende Narbe. Und das finde ich bei einem 40-Euro-Produkt auch nicht so schön. Kann man dagegen was machen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin kein Mediabook-Hersteller. Lässt sich aber bestimmt irgendwie in Zukunft vermeiden, weil wenn man das Ganze ein paar Mal auf und zu macht, und das möchte Alpha Film ja, denn sie haben ja gesagt, sie wollten jetzt nicht nur einen Booklet-Text haben, den Text liest man ja nur einmal angeblich und dann nie wieder. Hingegen die Bilder schaut man sich scheinbar immer ein bisschen öfter an. Ich würde behaupten, wenn ich mir ein Booklet mehrmals anschaue, lese ich den Text mehrmals und ich schaue mir auch die Bilder mehrmals an. Fakt ist, ich schaue vielleicht auch den Film mehrmals und mache das halt öfter mal auf und zu. Und dann hast du, irgendwann wird das immer schlimmer und schlimmer hier. Ja, das mit den Discs übrigens, bin ich jetzt noch nicht im Detail drauf eingegangen. Das mit den Discs finde ich übrigens gut gelungen. Ist eine nette Idee, das mal so auf eine Disc drauf zu
ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Also draufgeklebt scheint es nicht zu sein. Keine Ahnung, es sieht cool aus. So als Steelbook würde es bestimmt auch cool rüberkommen. Vielleicht noch, wenn es geprägt wäre auf dem Steelbook. Finde ich eine gute Sache, dass man das so mal gemacht hat. Ja, ansonsten, für eins der ersten Mediabooks, kommen wir mal hier wieder hier rüber, für eins der ersten Mediabooks finde ich es okay. Man muss jetzt natürlich auch berücksichtigen, wen möchte man ansprechen. Möchte man die Hardcore-Mediabook-Sammler ansprechen, und das vermute ich jetzt mal mit dieser streng limitierten 250 Stück Anzahl pro Mediabook-Cover, dann muss man sich jetzt nicht über solche Kleinigkeiten irgendwie einen Kopf machen. Ich habe auch schon Clips gesehen, wo direkt gesagt wurde, ja, ich stelle mir das Teil original verpackt ins Regal, weil sie halt die Cover so cool finden oder auch jedes limitierte Mediabook kaufen. Ich weiß nicht, ich stecke nicht so drin in der Materie. Dann ist das Innenleben nicht so wichtig, sage ich mal. Ja. Aber die paar Punkte, die ich jetzt genannt habe, kann man sich vielleicht für zukünftige Produktion zu Herzen nehmen, weil es geht ja auch anders. Und wie gesagt, das Teil kostet ja auch 40 Euro. Ja, wir haben zwei Filme hier drin, und das wäre auch noch so, das wundert mich ein bisschen. Also das Mediabook ist The Witch, The Other One, und als Bonuszugabe gibt es halt The Witch Subversion. Was mich jetzt wundert, das ist fast überall und vor allen Dingen bei Mediabook.shop überall aber als Double Feature angepriesen wird. Das Mediabook mit Teil 1 und Teil 2. Ich glaube, ich habe einmal gelesen, also jetzt von Alpha Film bzw. Mediabook Shop, einmal habe ich gelesen, dass das als Bonus dabei liegt, aber fast überall groß im Text steht ansonsten das Double Feature. Und da ist jetzt halt die Frage, hätte man das vielleicht als Double Feature präsentieren können? Auch hier sage ich nochmal, deswegen kann ich dieses Mediabook den Leuten natürlich ans Herz legen, die den ersten Teil jetzt noch nicht in der Sammlung haben. Ja, so wie ich. Ich hab keinen der Filme in der Sammlung gehabt. Wenn man jetzt allerdings von Splendid Teil 1 im Mediabook hat, wenn ich den hätte, dann hätte ich mir nur Teil 2 von Splendid im Mediabook jetzt gekauft und nicht das Teil nochmal. Außer natürlich, wir wären Hardcore-Sammler von Mediabooks und stellen die Teile OVP vielleicht ins Regal. Aber jeder soll sammeln, was er will. Wie gesagt, die anderen Artworks finde ich auch ziemlich cool. Ich finde es ein bisschen traurig sogar, dass ich nur diese Cover-Variante bekommen habe. Aber mein Gott, es geht ja ums Prinzip. Die Filme wollte ich ja noch mal ganz kurz ansprechen, denn irgendwie hat keiner was über die Filme an sich gesagt. Und ich finde immer noch, ja, man kauft sich Mediabooks eventuell auch doch, weil einem die Filme gefallen. Und die Filme wurden in der Tat sehr hoch gelobt. Ich habe ja vorhin ein paar Sachen vorgelesen. Gerade die internationale Presse da von Filmfesten etc. pp. Viele haben sich da sehr positiv geäußert. Auch bei Amazon und Co. bei den Bewertungen findet man ja einige positive Bewertungen über die Filme. Und als absoluter ja, Kenner und Profi von asiatischen Produktionen, ne, passend zu meinem Kanal natürlich, aus den 80er, 90er Jahren, sind die Filme von 2018 und 2022, sie sind okay. Sie sind okay. Ich habe ja auch schon die ein oder andere Berührung mit asiatischen Filmen gehabt, habe sogar ein paar in meiner Sammlung, man mag es kaum glauben. Letzte Unboxing eines asiatischen Films ist ein bisschen her. Teilweise sind da recht gute Filme dabei, aber teilweise auch ziemlich viel Schrott. Die zwei Witch-Filme sind für meinen persönlichen Geschmack irgendwo so in der Mitte. Das Hauptproblem bei den zwei Filmen, und das war lustig, dass das bei beiden Filmen fast identisch war. Für mich persönlich gingen diese Filme oder erst nach circa 60 bis 70 Minuten los. Bei beiden Filmen hast du 60 bis 70 Minuten erstmal Einführung, Leerlauf, bevor irgendwas passiert ist, was dann irgendwie cool, spannend wurde. Ja. Und das finde ich jetzt bei einer Laufzeit von, ja, die könnte ich euch jetzt nennen, wenn es hier draufstehen würde irgendwo, auf dem Backpaper. Die Filme gehen so knapp über 2 Stunden, glaube ich. So roundabout 2 Stunden.
Und dass es da erst irgendwie nach knapp einer Stunde losgeht, ist dann ein bisschen mau. Dafür, dass der Film so hoch gelobt wurde. Die Action-Szenen an sich, es ist nichts dabei, was man irgendwie noch nicht gesehen hat. Normalerweise ist das bei asiatischen Filmen oft so voll, wie nennt man das, Overacting, völlig übertrieben eventuell. Die wollen ja alles toppen, was so im amerikanischen Raum so gebracht wird, so gefühlt manchmal. Wie gesagt, es gibt viele, viele asiatische Produktionen, die sind auch teilweise besser als amerikanische. Aber da kommt natürlich auch so viel auf den Markt, da muss man sich da halt die Rosinen rauspicken oder beziehungsweise die Rosinen kommen dann irgendwann nur mal bei uns an. Es geht hier hauptsächlich um, ja, in jedem Film eigentlich um Mädel, das Superkräfte hat. Psychokräfte, telekinetische Kräfte. Man kann Sachen bewegen mit per Gedanken. Man ist super schnell. Man kann sich hier wegbeamen und da auftauchen. Man kann ohne zu zielen Leute punktgenau abknallen. Sowas in die Richtung. In beiden Filmen wissen die Damen erstmal nichts von ihren Kräften oder sie haben es verdrängt. Und ja, im ersten Film, da haut das Mädel ganz klein als Kind ab, wächst bei einer Familie auf. Irgendwann wird sie im Fernsehen entdeckt von den bösen, bösen Menschen, die das Ganze früher so erschaffen haben, mit antrainiert haben, Testversuche gemacht haben. Und die wollen sie dann natürlich wieder zu sich locken und eventuell ausschalten und oder wieder unter ihre Kontrolle bringen, whatever. Gibt auch noch einen netten Twist bei Teil 1 dann gegen Ende. Teil 2, wie gesagt, fängt fast identisch an. Wieder das Mädel mit den Kräften, die nichts davon weiß und etc. pp. Wir haben dann auch noch bei den gegnerischen Bösewichten Menschen mit eben solchen Superkräften. Aber was will man jetzt groß spoilern? Ne? Es könnte aber sein, dass hier eventuell ein dritter Teil noch kommt. War so eine Art offenes Ende. Wie gesagt, Bildqualität war voll in Ordnung. Gerade bei Teil 2 kann man nicht meckern. Ton ist jetzt so eine Sache. Ich habe ja nur so eine Soundbar, Sounddeck. Ne? Ich habe ja jetzt nicht in jeder Ecke Boxen stehen. Es war wieder so eine Art der Filme, die man ziemlich laut aufdrehen musste am Fernseher, weil die Dialoge dachten, fürs normale Verhältnis waren sie ziemlich leise, die Dialoge. Musste ich schon ziemlich hochstellen, im Gegensatz zu anderen Filmen. Es war okay. Das Problem, wie gesagt, ich sage es jetzt zum dritten Mal, für meinen persönlichen Geschmack, eine Stunde Anlaufzeit, bis irgendwie mal was passiert, ist für mich einfach zu schwach für einen Film, um begeistert zu sein, sage ich mal. Ne? Nur so viel mal kurz zu den Filmen, die überall hochgelobt werden. Wer natürlich auf asiatisches Kino steht, der wird eventuell diese Filme sowieso schon kennen. Ansonsten könnt ihr da gerne mal reinschauen. Also sie waren jetzt nicht stinklangweilig oder B-C-Movie-Format, gibt es ja auch viele. Nee, die waren schon okay, aber sie waren beileibe nicht so wie so hochgehypt wurden, weil ich kannte die Filme nicht und als halt Alpha-Film kam und hat gesagt, ja, möchtest du dir vorstellen, dann dachte ich erst wieder, das wäre wieder so ein Metzelfilm, Zombie-Splatter etc. pp. Das kommt ja auch gern aus der Richtung. Dann habe ich ein bisschen so ein bisschen überflogen im Internet, um was es bei den Filmen geht. Und da habe ich halt auch viele positive Kommentare zu den Filmen gelesen und habe schon gedacht, ey cool, dann hast du vielleicht mal richtig zwei geile Filme mal wieder. Aber sie waren ein guter Durchschnitt. Würde sie mir jetzt nochmal anschauen, wahrscheinlich eher nicht. Deswegen, falls Alpha Film vergessen sollte, das eine Exemplar noch an mich zu versenden, um es euch zukommen zu lassen, dann bekommt ihr halt das hier. Was sollt ihr überhaupt dafür tun, wegen für das Gewinnspiel? Schreibt einfach mal in die Kommentare. Ich nötige euch jetzt. Schreibt einfach in die Kommentare, was euch an diesem Mediabook gefällt und was man vielleicht verbessern könnte. Und dann macht ihr einen Hashtag AlphaFilm hinten dran, hinter euren Kommentar oder vor euren Kommentar. Schön zusammenschreiben, kein Leerzeichen lassen, Hashtag AlphaFilm. Und dann schauen wir mal, wem ich dann so ein Mediabook schenken lasse. Ich finde es übrigens sehr cool, dass
Alpha-Film nicht nur meinen Kanal super geil fand und meine Unboxings und meine Art, sondern auch die ganzen anderen YouTube-Kollegen wie Cinemanuel, Bladezocker Reviews, Laser City Light, Filmangler, Movie Picker, Olli Uncut. Wie gesagt, die haben ja alle diese schönen Teile nach Hause bekommen. Schade ist jetzt nur für die Leute, die jetzt das nicht bekommen haben, weil die können im Prinzip ihren Kanal löschen. Die werden dann von niemandem was bekommen. Ne? Also ihr könnt das Mediabook-Unboxing-Video auf dutzenden Kanälen sehen. Auf welchem Kanal ihr ansonsten noch das Video mal schaut, das ist euch überlassen. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann benutzt das brandneueste Tool für solche Situationen. Pick a YouTuber, dann könnt ihr euch per Zufall jemanden auswählen lassen, der dieses Mediabook vorstellen durfte. Alternativ, ja, denkt doch nochmal an die anderen netten Jungs, an den Hessensammler, an Movie Lou, an den Film Louis. Wen gibt es denn noch? Bundesfilmanstalt. Die haben doch alle schon mal Unboxings gemacht und Sachen vorgestellt. Die können sich doch bestimmt auch mal über so ein Mediabook freuen in Zukunft. Wie gesagt, Alpha Film möchte eine längere Zusammenarbeit mit mir, exklusiv mit mir, nein, wahrscheinlich mit allen, werden wir dann sehen, ob es dabei bleibt. Wie gesagt, eine ehrliche Kommunikation ist Alpha Film wichtig, das habe ich jetzt hiermit in diesem Video getan. Konstruktive Kritik muss sein, es ist ein ordentliches Produkt, sagen wir, ja, ein ordentliches Produkt, man bekommt jetzt hier nicht so ein, ja, ich sage nur das fünfte Element. Ja, Preis von 40 Euro ist halt nicht ohne, aber diese verdammten, streng limitierten Mediabooks mit geringer Stückzahl, da haben sich jetzt halt die 40 Euro leider eingeschweißt und teilweise geht das ja auch bei anderen Labels mittlerweile auf 45 Euro. Aber ich denke mal ganz ehrlich, die Leute, die diese Mediabooks OVP sammeln, die zahlen die Preise und die freuen sich dann auch über ihr 250 Stück limitiertes Exemplar. Und im Falle von The Witch We Ever Want, wie gesagt, es gab ja auch noch hübschere Cover-Varianten als das hier. Deswegen sollen sie ruhig. 1000 Stück sind schnell weg, höchstwahrscheinlich. Wenn ihr noch eins haben wollt, geht auf mediabook.shop. Und sichert euch noch heute euer Exemplar, bevor auch die letzten vergriffen sind. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls kein Video mehr kommt zu irgendwelchen Mediabooks von Alpha Film, dann wisst ihr, dass Kritik vielleicht dann doch nicht so gern gesehen ist. Denn ich habe das schon gesehen, dass der... Wie gesagt, ich habe mal bei allen Videos reingeguckt. Es gab Leute, die haben einiges kritisiert, es gab Leute, die haben Kleinigkeiten kritisiert, es gab aber auch Leute, die haben gar nichts kritisiert. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wer in Zukunft noch weitere Produkte zur Verfügung gestellt bekommt von Alpha Film. Die Leute, die keine Kritik geübt haben oder die Leute, die konstruktive Kritik geübt haben. Denn das sollte es immer bleiben, konstruktiv kritisieren, egal ob man etwas zur Verfügung gestellt bekommt oder ob man 40 Euro dafür bezahlt hätte. Ne? Immer objektiv bleiben und das sagen, was einem nicht gefällt und was man vielleicht verbessern könnte. Wir alle wissen natürlich nicht, in welchem finanziellen Rahmen irgendwelche Anpassungsmöglichkeiten machbar sind oder nicht. Da stecken wir nicht drin. Natürlich möchte jedes Label mit dem geringsten finanziellen Aufwand den möglichst größten Gewinn machen, das ist klar. Nichtsdestotrotz muss einem natürlich auch bewusst sein, wenn man diverse Fehler nicht abstellt, dass man dann vielleicht keine Käufer findet. Und sind wir jetzt mal ganz ehrlich, die Witch-Filme sind jetzt nicht unbedingt so der Top-Premium-Titel, wo viele Leute sagen, boah geil, endlich sind die Teile im Mediabook erschienen, nur auf 250 Stück limitiert, da muss ich unbedingt zuschlagen. Es ist ein Nischentitel. Nicht nur, dass es ein asiatischer Film ist, es ist einfach ein Nischentitel. Es ist noch nicht mal irgendwie ein Top-Knaller-Film der asiatischen Filmkunst. Es ist halt einfach ein guter, durchschnittlicher Film für meinen Geschmack, der natürlich gehypt wurde.
Aber es ist doch jetzt nichts, auf was sich die Masse jetzt unbedingt drauf wirft, oder? Das Teil ist wirklich für Hardcore-Sammler, die Mediabooks mit geringer Stückzahl kaufen und höchstwahrscheinlich original verpackt ins Regal stellen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich es erwähnt habe. Ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und wie gesagt, eure Verbesserungsvorschläge, euer Lob mit dem Hashtag AlphaFilm. Und ihr könnt, ja, ein Mediabook gewinnen im Wert von 40 Euro. Macht's gut. Ciao, ciao.